Wir haben jetzt die politische Perspektive ein bisschen gehört. Wir haben heute Morgen viel von der Verwaltung, von der Wissenschaft etc. gehört. Eine große Abwesende gab oder gibt es noch, und das ist die Zivilgesellschaft. Und deswegen sind wir jetzt sehr froh und freuen uns, dass wir auch noch eine Stimme der Zivilgesellschaft hier haben. Und zwar ist das Angela Müller. Sie ist Leiterin von Algorithm Watch Switzerland. Sie ist auch Head of Policy and Advocacy bei Algorithm Watch. Sie ist, war schon als Expertin beim Deutschen Bundestag eingeladen, vor dem Schweizer Parlament hat sie ausgesagt, ist Mitglied in verschiedenen Expertenarbeitsgruppen im Europarat zum Beispiel und in der Schweizerischen Bundesverwaltung. Sie hat einen Master in politischer Philosophie und Ethik und einen Doktortitel in Rechtswissenschaften. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir so eine vielseitig interessierte und engagierte Speakerin noch verpflichten konnten oder dass du die Einladung angenommen hast, hier diesen Tag abzurunden mit deinem Input. Ja, wir freuen uns sehr, dass du uns noch eine kritische Perspektive, nehmen wir an, gibst auf die Risiken von KI in der Verwaltung. Wir haben schon ein bisschen etwas gehört von Mascha aus der Wissenschaft und jetzt hören wir noch von dir. Vielen herzlichen Dank. Ja, auch ich freue mich sehr, heute hier zu sein und so diesen Abschluss auch machen zu können. Ich will jetzt auch sagen, ganz vieles, was ich sage, wurde heute auch schon gesagt. Aber vielleicht öffnet es nochmal so die Chance, diesen Blumenstrauß des heutigen Tages irgendwie ein bisschen runterzubrechen und auch, wie wir, also unsere Perspektive darauf einzubringen. Genau, ganz, ganz kurz zu uns. Das hat ja auch mit Transparenz zu tun. Wir sind eine zivilgesellschaftliche Organisation, das hast du angekündigt, eine Advocacy-Organisation. Uns gibt es in Berlin und in Zürich. Und unser Fokus liegt eben wirklich auf diesen gesellschaftlichen Auswirkungen von, wie wir es nennen, algorithmischen Entscheidungssystemen. Ist nicht so ein wahnsinnig toller Term, das ist mir bewusst. Aber um auch zu sagen, okay, was jetzt immer KI sein mag, es geht uns darum, um diese Teile eines Entscheidungsprozesses, die eben Auswirkungen auf Menschen haben und die automatisiert werden. Genau, was ist unser Ziel? Eigentlich ziemlich simpel, dass eben diese Systeme so eingesetzt werden, dass sie uns tatsächlich eben zugutekommen und uns nicht schaden. Das heißt, Grundrechte stärken, statt eben Diskriminierung oder Machtungleichgewichte zu befördern. Und wir glauben, wir haben da eine Existenzberechtigung. Das heißt, dass wir noch nicht da angelangt sind bei diesem Ziel. Und ich vermute, dass das auch nicht in 2 Jahren der Fall sein wird. Vielleicht leider. Genau, ganz kurz, was machen wir? Wir machen Forschung, Journalismus, nutzen auch Tech-Tools sozusagen, um eben diesen Einsatz der Systeme aufzudecken und die Auswirkungen, die das hat, setzen uns dann eben für Rahmenbedingungen ein, also machen Policy-Arbeit und bringen diese an die Politik, aber auch an die Öffentlichkeit, fordern auch dann mit Kampagnen zum Beispiel Rechenschaftspflichten der Systeme ein. Ganz kurz auch zur Transparenz, wenn wir diese auch schon einfordern. Ich glaube, das ist wichtig in diesem Zusammenhang, wer dahinter steckt. Privatspenden, Stiftungsfinanzierung, wir haben Projektfinanzierung, das sind jetzt einfach die aktuellen. Genau, also nur zu einem kleinen Teil Honorare, das ist nicht in dem Sinne ein Businessmodell dahinter. Okay, und jetzt versuche ich so ein bisschen Recap zu machen, was heute auch schon gesagt wurde. Erstmal, wo können Algorithmen in der öffentlichen Verwaltung eingesetzt werden? Natürlich ist das jetzt nicht abschließend, aber ich glaube, einige Beispiele, um das nochmals zu illustrieren. Es gibt Systeme, die eingesetzt werden, um Sozialleistungsbetrug aufzudecken oder auch in der Vergabe von Sozialleistungen. Es gibt Systeme, die im Migrationsbereich sozusagen auf People on the Move eingesetzt werden, sei das jetzt an den EU-Außengrenzen, BorderTech und so weiter. Oder eben auch im Asylbereich, um zum Beispiel Flüchtlinge auf Kantone zu verteilen, um den Arbeitsmarkt zu optimieren und so weiter. Es gibt Systeme, die am Arbeitsplatz eingesetzt werden. Das haben wir heute auch schon gehört, sei es jetzt in der Rekrutierung von Mitarbeitenden, aber auch in der Bewertung von Mitarbeitenden, zum Teil auch in der Überwachung. Dann gibt es aber auch zum Beispiel im bei arbeitslosen Ämtern die Bemühungen, sozusagen die Arbeitsmarktintegrationschancen zu bewerten und dann entsprechend zum Beispiel Kurse anzubieten. Das Beispiel haben wir heute auch schon gehört, wenn jetzt Kinder in Schulen zugeteilt werden, algorithmisch. Es gibt aber weitere Beispiele aus dem Bildungsbereich, zum Beispiel Bewertung von StudentInnen. Das haben Sie vielleicht gehört während der Pandemie, als da in UK wirklich Proteste gegen den Algorithmus losging, weil eine algorithmische Bewertung erfolgt ist.
oder auch an verschiedenen Schweizer Unis, zum Beispiel Systeme, die Betrug bei Online-Prüfungen aufdecken wollen. Ich weiß nicht, ob das an der BFH auch eingesetzt wurde. Dann im Polizeibereich, auch das haben wir gehört, heute aus dem Kanton Aargau, Predictive Policing Systeme, aber dann auch Systeme, die zum Beispiel das Risiko von häuslicher Gewalt vorhersagen möchten, Hooliganismus, Terrorismus und so weiter. Viele Systeme natürlich auch im Bereich der Forensik, Strafverfolgung, Rechtsmedizin. Systeme, die eben Rückfallswahrscheinlichkeiten prognostizieren und zur Unterstützung der Gerichte, auch heute haben wir ein Beispiel dazu gehört, eingesetzt werden. Das jetzt mal so als erster Recap, um das auch nochmal uns allen vor Augen zu führen. Zweiter Recap, was sind die Resultate? Erstmal, was sind sozusagen die Fakten? Die Systeme verbreiten sich rasant. Ich glaube, deswegen sind wir heute auch alle hier. Die Entwicklung von vielen Systemen, nicht von allen, ist kommerziell motiviert. Also erstmal die, die es entwickeln, haben ein kommerzielles Interesse und viele scheuen auch nicht vor enormen Marketingbemühungen hervor. Ich finde immer so das gute Beispiel eines Systems, das so in 15 Minuten Sprachanalyse verspricht, Führungsqualitäten von Mitarbeitern vorherzusagen. Das ist natürlich dann einfach auch sehr viel Marketing, Glitter und Glamour dahinter. Wissenschaftliche Basis reicht von wahnsinnig solide über eben unklar bis hin zu wackelig. Das Ziel des Einsatzes ist tatsächlich in vielen Fällen eine Effizienzsteigerung. Das ist jetzt erst auch mal eine Tatsachenfeststellung oder eben eine Optimierung der Ressourceneinteilung. Wir haben aber auch gesehen, dass die Systeme Auswirkungen auf Menschen haben können und auf ihre Grundrechte. Dass sie auch Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf Demokratie und Gemeinwohl haben können. Und über all dem schwebt so dieser Schleier der Intransparenz. Also wo wirklich die Systeme genau eingesetzt werden, von wem sie eingesetzt werden, zu welchem Zweck sie eingesetzt werden, ist uns jetzt so als Gesellschaft, Mindli hat das von der Politik erwähnt, schon noch weitgehend eine Blackbox. Wir hören da und dort mal ein Beispiel, aber ich glaube, die Debatte ist schon auch noch sehr, sehr von Spekulationen, von Anekdoten betrieben und das erschwert dann natürlich auch so dieses evidenzbasierte Policymaking, was wir ja eigentlich anstreben sollten. Jetzt dritter Recap, was sind denn diese Auswirkungen auf Menschen und ihre Grundrechte und dann damit eben auch auf die Gesellschaft und die Demokratie. Auch hier, das wurde vieles schon gesagt, aber ich möchte das nochmals illustrieren. Wir haben ein Beispiel, wir haben es gehört im Vortrag vorhin, dass zum Beispiel durch die Datengrundlage und die Biases in den Datengrundlagen, dass es zu Diskriminierung kommen kann, wie hier, wo dann zum Beispiel dunkelhäutige Gesichter schlechter erkannt werden als nicht dunkelhäutige Gesichter. Das, wie gesagt, es gibt diesen Bias in den Trainingsdaten. Wichtig ist auch, zu sagen, den wegzumachen, ist, also das haben wir auch gehört, relativ schwierig. Aber zum Beispiel auch, weil man sich vorstellen muss, wenn jetzt die Datengrundlage sozusagen das Internet ist, es gibt viele Menschen und viele Diskurse und viele Stimmen, die auch gar keinen Zugang zum Internet haben. Also das heißt, es nur schon da findet natürlich eine Vorselektion statt. Also immer mehr Daten werden nicht unbedingt das Problem lösen. Und dann ist es auch wichtig zu sagen, das ist jetzt die Berichterstattung über den Kindergeldskandal in den Niederlanden, wo Sie vielleicht gehört haben, wo auch ein diskriminierender Algorithmus dahinter war. Eben Daten sind da ganz wichtig und Biases in den Daten, aber eben auch durch das Modell kann natürlich Diskriminierung zum Beispiel einprogrammiert werden. Wichtig ist aber auch zu sagen, auch wenn das System jetzt, auch wenn es irgendwie möglich wäre, diesen Bias wegzumachen, auch rein durch die Art und Weise, wie ein System eingesetzt wird und den Zweck, zu dem es eingesetzt wird, kann es eben auch zu Ungerechtigkeit kommen, zu grundrechtlichen Auswirkungen kommen. Wir haben das Beispiel Gesichtserkennung schon gehört im öffentlichen Raum. Das kann diese Chilling-Effekt haben auf das Wahrnehmen von Grundrechten, uns davon abschrecken, gewisse Dinge zu tun im öffentlichen Raum, unser Verhalten konditionieren, zum Beispiel an einer Demonstration teilzunehmen, ein Lokal aufzusuchen, zum Beispiel ein LGBTQ-Lokal aufzusuchen, eine religiöse Stätte aufzusuchen und so weiter. Und ich glaube, das zeigt auch wieder Grundrechte, die halt für das Funktionieren einer Demokratie relevant sind. Wir haben auch vorhin schon gehört, dass es eben diese Rückkopplungsschlaufen geben kann. Ich glaube, ein gutes Beispiel eben diese zum Beispiel Verbrechen in bestimmten Nachbarschaften voraussagen, wenn das dazu führt, dass da dann eben auch mehr Patrouillen sind, dann werden da automatisch auch mehr Verbrechen entdeckt und das kann natürlich so diese Rückkopplungseffekte haben und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele dafür. Also es ist wichtig zu sagen, biased in den Trainingsdaten, wichtiger Fokus, aber soll nicht ablenken davon, was sonst auch alles durch die Einsatzweise geschehen kann.
Und auch, was stecken denn für Arbeitsbedingungen hinter der Entwicklung dieser Systeme? Und wollen wir Systeme einsetzen, die eben so entwickelt wurden? Wir haben das ChatGPT-Beispiel gehört, dass da das Labeling der Trainingsdaten auch unter prekären Arbeitsbedingungen outgesourced wurde. Das Gleiche gilt für den Ressourcenverbrauch hinter der Entwicklung. Auch das haben wir gehört. Was mir jetzt wichtig ist, nochmal zu sagen, dass all diese Auswirkungen sind eigentlich auch oder können Auswirkungen sein auf die Demokratie und eben die Vorbedingungen von Demokratie. Diese ganze Blackbox-Problematik und Intransparenz-Problematik ist in dem Sinne nicht kompatibel mit einer Demokratie, weil es da eben darum gehen muss, sich informiert eine Meinung bilden zu können und damit sich alle einbringen können. Grundrechte sind nicht ein Produkt von Demokratie, sondern sie sind die Voraussetzung von Demokratie. Nur wenn wir diese haben, können wir Demokratie auch sinnvoll ausüben. Der öffentliche Diskurs ist zentral, öffentliche Meinungsbildung, aber eben auch der öffentliche Raum, der eine Rolle spielt für Demokratie. Der Schutz von Minderheiten. Demokratie kann nur funktionieren, wenn wir stabilen Schutz von Minderheiten haben, um sozusagen die Tyrannei der Mehrheit zu verhindern. Sozialstaat, aber auch Dinge wie Machtgleichgewichte, die in einer Demokratie zentral sind und eben auch Nachhaltigkeitsfragen, sei das ökologische Nachhaltigkeit, aber eben auch ökonomische Nachhaltigkeit, nachhaltige Märkte ohne Monopolstellung, soziale Nachhaltigkeit und so weiter. Das heißt, ich glaube, es können mit der Entwicklung und dem Einsatz dieser Systeme wesentliche Dinge betroffen sein. Und jetzt, um das nochmals zusammenzufassen. Es geht um mögliche Auswirkungen auf Grundrechte und eben auf diese Vorbedingungen von Demokratie. Und ich glaube, für den Schutz dieser Güter müssen wir Verantwortung übernehmen und müssen eben Maßnahmen treffen, um diesen Schutz zu gewährleisten. Ich glaube aber auch, dass diese Maßnahmen eben nicht von jenen gestaltet sein sollten, die eben ein kommerzielles Interesse an den Systemen haben oder am Verkauf, an der Entwicklung, am Einsatz dieser Systeme, sondern eben im Rahmen des demokratischen Rechtsstaats. Weil das sind typischerweise Güter, für die der Rechtsstaat, der demokratische Rechtsstaat Verantwortung übernehmen sollte, also für den Schutz dieser Güter und nicht Private in dem Sinne, die eben auch ein partikulares oder ein kommerzielles Interesse daran haben. Das ist eigentlich eine klassische Aufgabenteilung, wie wir sie aus anderen Politikbereichen auch kennen, dass der Grundrechtsschutz eben beim Staat liegt als Verantwortung. Die Ziele sollten eben nicht partikular sein, sondern ich glaube, unser erstes Ziel, und das ist ja auch sicher auch das Ziel von denjenigen hier drin, die bei der Verwaltung arbeiten, ist erstmal, dass wir Individuen und Gesellschaft nützen sollten. Also das heißt, es geht Effizienzsteigerung, Innovationsförderung ist ja nicht ein Zweck an sich, sondern es soll ja immer dem höheren Gut eigentlich sozusagen dienen. Und ich glaube, das ist wichtig, uns daran nochmals zu erinnern. Und jetzt natürlich so die Million-Dollar-Question, wie kommen wir dahin? Ich glaube, wir haben gesehen, es geht um wesentliche Güter. Ein Weg dahin ist sicher das Recht, weil das geht um Dinge, die wir sozusagen nicht anderen Mittel überlassen sollten. Natürlich sind andere Mittel auch wichtig, aber ich glaube, das Recht spielt hier eine zentrale Rolle. Das heißt, wir haben bestehende Gesetze, das haben wir heute auch gehört. Die müssen wir auch nicht neu erfinden. Ich glaube, es geht darum, dass wir sie anwenden. Es geht darum, dass wir sie zum Teil neu auslegen. Eine Rechtsauslegung ist eine wahnsinnig wichtige Komponente hier. Dann werden sich Rechtslücken zeigen, die wir schließen müssen, die vielleicht verfassungsrechtlich, wo ein Rahmen besteht, aber die vielleicht auch ins Gesetz übersetzt werden müssen. Und ich glaube, wir werden neue Gesetze erlassen müssen. Und wie sieht das jetzt inhaltlich aus? Und ich möchte jetzt eher auf den zweiten Teil angehen. Ich glaube, es braucht entlang dieser ganzen Wertschöpfungskette von den Systemen strikte Anforderungen. Eben einerseits an die Entwicklung der Systeme, aber andererseits auch an den Einsatz der Systeme. Und gerade auch eben in der öffentlichen Verwaltung, weil die öffentliche Verwaltung ja so eine ganz spezielle Rolle spielt, eine ganz spezielle Verantwortung übernimmt, sie direkt grundrechtsgebunden ist, sollte sie hier auch mit einer besonderen Verantwortung vorhergehen. Und ich möchte jetzt kurz auf drei Beispiele eingehen. Das sind jetzt nur Beispiele, das ist nicht sozusagen ein Forderungskatalog, aber wie man dahin kommen könnte. Das eine, wir haben das gehört, Transparenz ist wahnsinnig wichtig. Mir ist immer wichtig zu sagen, das kann immer nur der erste Schritt sein. Man kann auch transparent Grundrechte verletzen, Leute diskriminieren und so weiter. Man kann ganz viele Dinge transparent tun. Das heißt, die Transparenz alleine wird uns noch nicht so viel bringen.
Wichtig finde ich auch, was vorhin gesagt wurde, dass Transparenz ja immer nachvollziehbar sein muss. Also in erster Linie für die Betroffenen, aber auch für uns als Gesellschaft. Den Code zu veröffentlichen, wie gesagt, bringt dann wahrscheinlich 99% der Leute nicht so viel, weil sie es damit nicht nachvollziehen können. Es kann aber vielleicht für die Forschung wichtig sein, weil sie dann eine Übersetzungsleistung machen können und diese Aufsichtsfunktion ausüben können. Eine Empfehlung, die wir haben auch Empfehlungen sozusagen, was das heißt für Betroffene, aber eine Empfehlung, die wir haben, ist, dass man eben solche Register macht von, wenn Algorithmen im öffentlichen Sektor eingesetzt werden. Auch hier würden wir sagen, es geht gar nicht darum, unbedingt diesen Code transparent zu machen, sondern sagt, was ist der Zweck des Systems, von wem wurde es eingesetzt, von wem wird es entwickelt, vielleicht was ist die Folgenabschätzung, dazu komme ich gleich. Also standardisiert aufbereitete Daten, die uns tatsächlich diese Nachvollziehbarkeit ermöglichen. Das ist eine lange Forderung von uns. Der Kanton Zürich ist ja sozusagen vertreten und plant diese Einführung eines Registers. Das wurde heute Morgen auch schon erwähnt. Das befürworten wir natürlich sehr, weil ich glaube, es ist dieser erste Schritt, um eben diese Evidenzbasis zu ermöglichen. Der zweite Schritt ist dieses Kontrollelement. Ich glaube, dass wir als Individuen, aber auch wir als demokratische Gesellschaft wirklich diese Kontrolle auch ausüben können. Und hier glaube ich, es braucht so diesen Mindset-Change ein bisschen. Ich habe das hier Turning the Tables genannt. Wir sind ja diejenigen, die die Rahmenbedingungen festlegen können, unter denen diese Systeme zum Einsatz kommen können. Es ist keine Naturgewalt, die sozusagen auf uns zurollt, sondern die Rahmenbedingungen, und das hat schon immer... das ist nicht in dem Sinne neu, die legen wir im Rahmen von demokratischer Entscheidungsfindung fest. Das heißt, wir brauchen eine Aufsicht über den Einsatz dieser Systeme und wir wollen sie kontrollieren können. Wieder hier gibt es eine Reihe von Dingen, die man tun muss, sei es rote Linien ziehen, sei es Audits, Maßnahmen gegen Diskriminierung und so weiter. Wir haben einen Vorschlag für die öffentliche Verwaltung, dass es eben obligatorische Folgenabschätzungen gibt und diese eben breit gefasst sind. Was hat das für Auswirkungen auf Grundrechte? Was steckt aber auch bei der Entwicklung dahinter? Und je mehr Risiken sich zeigen, desto schwieriger wird es halt sozusagen, diese Folgenabschätzung auszufüllen und das System tatsächlich einzusetzen. Wenn sich zeigt, das sieht jetzt harmlos aus, dann wird es auch einfacher. Die Studie, im Rahmen dessen wir das Tool entwickelt haben, wurde erwähnt für den Kanton Zürich und das wurde auch vom Kanton Zürich im Rahmen eines Pilotprojektes sozusagen getestet, dieses Tool für den Einsatz der Systeme. Ein dritter Punkt, den ich als Beispiel erwähnen würde, ist schon auch die Verantwortung und die Rechenschaftspflichten, was ja total schwierig ist auch. Wir haben immer diskutiert, was ist jetzt der Unterschied zwischen menschlichen Entscheidungen und automatisierten Entscheidungen. Beim Mensch ist typischerweise, wenn der menschliche Richter schlecht gelaunt und total voreingenommen ist, ist es typischerweise dokumentiert, was er gemacht hat, welchen Entscheid er getroffen hat, der ganze Fall. Was im Falle einer automatisierten Entscheidung einfach wahnsinnig schwieriger wird. Was dann auch wieder heißt, dass für Betroffene einfach schwieriger ist, sich wirklich dagegen zur Wehr zu setzen. Das heißt, entlang dieser ganzen Wertschöpfungskette müssen wir Rechenschaftspflichten einfügen. Das heißt, Entwickler können nicht auf diejenigen, die es einsetzen, verweisen und sagen, ja, wir schließen jetzt diese Haftung aus, die setzen es halt so ein, aber auch umgekehrt ist das sehr wichtig. Möglichkeiten schaffen, eben gegen algorithmische Diskriminierung vorzugehen. Auch hier gibt es ganz, ganz viele konkrete Punkte, darüber nachzudenken, braucht es kollektive Rechtsmittel, weil systematische Diskriminierungen oft schwer sind, bei einem Individuum festzumachen und so weiter. Ich glaube einfach, es geht wirklich darum, dass wir diese Entschuldigung, dieses Computer says no, dass wir diese nicht akzeptieren wollen in einem Rechtsstaat. Ganz kurz zusammenfassend einige, ich habe es Giveaways genannt, weil es sind ja nicht Takeaways. Ihr könnt ja in dem Sinne selbst entscheiden, was ihr davon mitnehmt. Algorithmen sollten ja das Ziel haben, uns allen zugutekommen. Ich glaube, darauf können wir uns einigen und darauf sollte sich sicher auch die öffentliche Verwaltung einigen. Wir haben aber gesehen, sie können verschiedenartige Auswirkungen auf Grundrechte und Gesellschaft haben. Technologie und technologische Entwicklung, glaube ich, sollten wir nutzen. Wir sollten sie aber da nutzen, wo sie uns tatsächlich nützt und sie eben so nützen, dass sie uns tatsächlich nützt. Und ich glaube, wir haben heute zum Beispiel ein gutes Beispiel des Pflasterlis gehört, auch darüber nachdenken, wo müssen wir jetzt wirklich das technologische Tool einsetzen, wo ist vielleicht das Problem einfach einen Schritt davor und können wir es mit anderen Mitteln angehen. Sie wird auch keine gesellschaftlichen Probleme lösen, wie gesagt, wiederum das Beispiel, das heute erwähnt wurde, wenn die Verwaltung nicht imstande ist, eine einfache Sprache in ihre Briefe reinzumachen, dann wird sozusagen die Tech das Problem auch nicht lösen. Wenn es an Partizipation mangelt, dann wird auch
das noch so ausgeklügelte Tech-Tool das nicht lösen, sondern dann müssen wir als Gesellschaft das angehen und das lösen. Sie ist auch keine Naturgewalt, das habe ich erwähnt. Wir müssen uns bewusst sein, dass diese Rahmenbedingungen für ihren Einsatz, dass wir den festlegen. Es ist klar, wir müssen dann auch darüber nachdenken, wie setzen wir diese durch. Das ist auch in anderen Rechtsbereichen so, dass es diese Durchsetzung eine wahnsinnig schwierige Aufgabe ist. Die will ich auch überhaupt nicht kleinreden, aber ich glaube, es ist schon nochmal wichtig zu sagen, Rahmenbedingungen werden in unserem rechtsstaatlichen Verfahren von uns als demokratische Gesellschaft festgelegt. Und dann müssen wir eben diese Rahmenbedingungen gestalten, evidenzbasiert gestalten, diese Governance der Systeme gestalten. Wichtig finde ich, nicht nur durch technische Maßnahmen. Technische Maßnahmen, Standards und so weiter sind wahnsinnig wichtig, aber sie alleine werden das Problem nicht lösen können. Wir haben gesehen, es geht nicht nur sozusagen um das Modell oder das Datenset dahinter, sondern auch um die Art und Weise, wie die Systeme eingesetzt werden, wie damit umgegangen wird. Zum Beispiel die Leute in der öffentlichen Verwaltung, die Leute in der Polizei, die das sozusagen anwenden. Das heißt, technische Maßnahmen alleine werden nicht reichen. Und vielleicht zwei Punkte dazu. Einerseits, wenn man sagen würde, wir setzen jetzt einfach auf technische Maßnahmen, gibt man natürlich wieder die ganze Deutungshoheit denjenigen, die die Systeme entwickeln, die dann sagen müssen, das ist jetzt ethisch, das ist jetzt compliant, das ist jetzt fair. Und ich glaube, das wollen wir nicht. Das Zweite ist eben dieses De-Biasing, das dann auch ablenken kann, weil wenn wir sagen, es gibt diesen Bias in den Trainingsdaten, dann können natürlich die Firmen auch sagen, ja, da können wir halt einfach auch nichts dafür. Trotzdem könnten sie wahnsinnig viel unternehmen, um natürlich Datensätze zu kuratieren und so weiter. Das Zweite ist, ich glaube, es darf auch nicht nur um freiwillige Maßnahmen gehen. Es braucht auch freiwillige Maßnahmen, aber ich glaube, es ist wichtig, wir haben gesehen, es geht um Grundrechte, es geht um Vorbedingungen von Demokratie und ich glaube, das dürfen wir nicht sozusagen freiwilligen Maßnahmen überlassen. Und um all das zu tun, um diese Rahmenbedingungen zu gestalten, braucht es diese evidenzbasierte, auch inklusive öffentliche Debatte. Wichtig eben auch, dass wer einbezogen muss, ist tatsächlich auch diejenigen, die von den Systemen und ihren vielleicht auch negativen Auswirkungen mehr betroffen sind, als andere das sind. Und ich glaube, solche Tage wie heute leisten einen guten Beitrag zu dieser Debatte. Danke.